Gleich haben wir den 3.10.2023. Auf dem Programm steht Midnight Madness auf der Westschleife. Da bin ich mal gespannt, ob die Strecke noch da ist und wie sie aussieht. Normalerweise gibt es bei mir ja nichts zu essen. Heute habe ich ein paar Kleinigkeiten mitgebracht, aber auch nur, weil die Teilnehmer heute zu Fuß angereist sind. Ja, hier wird auch der Weg aufbereitet nach der Forstarbeiten, wie es scheint. Da fehlt noch der Feinsplitt. So, und bis hier führt der Weg rein und er geht jetzt scheinbar, ich vermute mal auch da nur bis zum, nee, nicht bis zum Bach. Ich wollte gerade sagen, wir sind nämlich schon am Bach und das heißt, wir haben schon den ersten Abzweig verpasst. Dann müssen wir noch ein paar Meter zurück. Siehst du, fängt schon an. Schon so. Okay. Man kann ihn doch noch erkennen. Wobei ich mir jetzt mal gar nicht darauf festlegen will, dass das der Weg ist. Der scheint mir eher da drin zu liegen. Obwohl, schwer zu sagen. Jedenfalls ist das hier schön nass. Was eher nach, weniger nach dem Weg aussieht. Aber das ist unsere Richtung. Okay. Das könnte dann vielleicht doch der ehemalige Weg gewesen sein. Ja, ach, das hier wieder. Wir sind, glaube ich, ein paar Meter unterhalb unserer Querung. Ich glaube, da müssen wir irgendwo rein. Und unsere Schneise suchen. Plan B ist ja mittlerweile, dann dem Bach zu folgen. Ja, da ging es irgendwo mal hin. Schauen wir mal. Ja, doch, wir haben es gefunden. Da, ja, du bist jetzt links von dem Weg. Wunderbar, die Wurzel ist gefunden. Und dort geht es dann normalerweise in unsere Schneise. Unglaublich, ich hab's gefunden. Wer hätte das gedacht? Das fängt ja mal gut an heute. Es mich doch beruhigt, dass ich uns auf dem frisch geschotterten Weg ein paar Meter zu weit geführt habe. Denn so haben wir uns wenigstens einmal verlaufen bis jetzt auf dem ersten 1,5 Kilometern. Alles andere klappt bis jetzt verdächtig gut. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir doch noch mal irgendwo Chaos kriegen. Ja, bislang sind wir ja auf der Böschung gelaufen, aber heute sieht es so aus, als ob wir im Graben, zumindest auf dem Abschnitt, besser vorankommen. Da oben ist wohl zu lange keiner mehr gegangen. Gut, dass der Teil des Grabens seltener Wasser führt. Manche Karten zeichnen den ja bis hinten zur Landstraße hinein. Manche fangen hier irgendwo erst an, den Graben zu zeigen. Man kann auch verstehen, warum. Also vor ein paar Jahren konnte man dem noch viel, viel besser folgen. Sogar oben auf... immer noch ungefähr geradeaus. Das ist unsere Navigation. Bis wir auf einen stärker frequentierten Teil wieder treffen. Dass hier die Schonung, die mit den Birken hochgeschossen ist, macht die Sache jetzt auch nicht unbedingt einfacher. Okay, da sind wir zumindest ein paar Meter neben dem Graben gewesen. Jetzt wird es wieder ziviler. Ich glaube, da vorne kommt auch der nächste Querweg schon. Okay, das erste Abenteuerstück.
Oh, ist das schön nass hier. Alles Schlamm. Wunderbar. Ja, das ist wadentiefer Morast. Jetzt muss ich die Kamera ausmachen und hier raus. Ja, man kann sagen, hier führt der Graben schon wieder Wasser, was man mit dem ganzen Gras so nicht sieht. Wir müssen sehen, dass wir jetzt hier irgendwo oben am Rand entlang uns wursteln. Ja, sich selber filmen, wie man aus dem Schlamm kriecht, war natürlich jetzt nicht möglich, aber Tim hat einen Handyclip gemacht. Da gibt's ordentlich was zu lachen. So, hier, wo die Karte auch einen Weg neben dem Graben zeigt, das ist der Weg, den die Karte zeigt. Den wir jetzt aber auch nehmen müssen, weil der Graben ein bisschen zu nass ist für uns. Keine 2 Kilometer und schon so ein Abenteuer. Ach, was kann das noch werden? Ah, jetzt sind wir bald am Ende. Hier ist das Farnstück. Heute mal nicht mannshoch. Man kann den Weg wunderbar folgen. Ah, da kommen wir gleich in den touristischen Teil. Dann ist es nur noch holprig. Also bis auf das Stück, wo die Rodung war und die Birken hochgeschossen sind, war doch ganz gut zu finden. Jetzt haben wir bis Rötchen erst mal Ruhe. Ohne, also zumindest sind da keine navigatorischen Probleme zu erwarten. Die nächsten Kilometer. Jetzt kommen wir auf den touristischen Teil. Da brauchen wir uns nur über Steine und Wurzeln Sorgen zu machen. Nicht um die Richtung. Ein Etappenziel auf dem Graben. Jetzt haben wir einen guten Teil geschafft. Das Anstrengende hier ist, dass sich der so lange dahin zieht und man bei jedem Schritt aufpassen muss. Wenn da was reflektiert, was nicht mit Tieraugen aussieht, dann ist das die Straße. Die nächste Landmarke. Nächster Punkt, der den Graben in Abschnitte unterteilt. Jetzt kommt der letzte Teil. Ja, ist die Rodung hier auch neu. Hier haben wir ein bisschen freies Gelände. Der erholsame Teil nach dem ersten Drittel. Ah, da hinten sehen wir schon den Abzweig. Da geht's auf gestrüffelt. Die Heide. Da ist es trocken. Dann laufen wir mal den Steg. So, mal gucken, ob diese Verfeinerung noch so funktioniert, wie wir das zuletzt gemacht hatten. Ah, ein Stück weiter. Naja, die Furt jenseits der Wiese haben wir nicht gefunden. Wir hätten irgendwo da unten herkommen sollen. Egal. Kilometermäßig dasselbe. Nur eine kleine Änderung der Routenführung im Detail. Ja, dieser Kurs hat einen kleinen Prozentteil Asphalt. Wir sind in Rötchen. Eigentlich hätte der neue Weg stärker ausgetreten sein sollen. Ist er da noch? Aber er verliert sich hier. Unten war die Spur noch sehr deutlich. Ah ja, doch. Aber der ist nicht so stark frequentiert, wie ich es mir gedacht hätte. Man muss doch ziemlich suchen. Auch dieses letzte Verbindungsstück zum Graben rauf. Erstaunlich dicht. Aber hier sind wir wieder.
Grabe Nummer 2. Der Rückweg wird angetreten. So, der zweite Graben geschafft. Weder Brücke noch Bach. Wir nehmen die nächste Querung. Gut, dass wir den Bach identifiziert haben, denn das ist schon unsere Furt. Nur dass der Weg darauf nicht mehr so ganz doll zu erkennen ist, wie beim letzten Mal. Um nicht zu sagen, fast gar nicht. Die tief hängenden Äste hier. Aber jetzt wird's klarer. Jetzt kommt das beschwerliche letzte Drittel. Gekennzeichnet hauptsächlich durch Schneisen. Das war kürzer als gedacht. Wir sind schon am Weg. Das Problem ist, hier ist wahnsinnig hohe Fahnen. Durch den wir und Dorngestrüpp. Um auf den Weg zu kommen. Also bis jetzt haben wir Glück. Fahrspur ist ziemlich trocken, dass wir da gehen können. Jetzt wendet sich das Blatt. Jetzt müssen wir in der Fahrspur wieder mit Pfützen rechnen. Ja, hier haben wir den Teil mit tief hängenden Ästen. Aber da ist der Grabe nebendran. Und das Gras unten drunter, immer noch unsere Grasschneise. Beschwerlich wie immer, aber wir kommen ganz gut voran. Ja, die Schneise immer noch im Blick, aber ein paar Meter daneben, das ist die nasse Stelle, wo man gerne mal im Sumpf stecken bleiben kann. Dadurch, dass er noch bergauf geht, wird es auch nicht gerade leichter. Auch mal ein kurzes Stück Wanderweg. Ja, das ist ein markierter Wanderweg. Heute kein Nebel. Da sieht das alles wieder anders aus. Heute sieht man mal was. Aber ob uns das was nützt, ist natürlich wieder eine andere Frage. Aber da hinten sind die jungen Tannen. Da ist die Lücke. Geradezu enttäuschend einfach gefunden heute. Ja, auf dem Video könnt ihr das wahrscheinlich sehen. Jetzt ohne den Nebel kann man natürlich jetzt hier die Schneise wunderbar erkennen. Da ist der Weg, der auf die Schneise führt. Jetzt bin ich zum Filmen aber schon bis hier gegangen. Da können wir jetzt hier durch. Also ich muss sagen, ohne Nebel ist einfacher. Nochmal ein kleines Zwischenstück. Normaler Weg. Naja, da kommt der Knick. Und da kommt schon unsere Abkürzung, also kurz Vergnügen, aber mal wieder ein bisschen Normales. Ich glaube, da hätte ich irgendwie durchkommen wollen, um wieder auf den Weg zu finden. Wir sind jetzt ein Stück weiter oben reingekommen und jetzt hier entlang zurück. Das war mal der ursprüngliche Weg. Wo genau jetzt hier die Trassierung noch ist, müssen wir jetzt rausfinden. Aber da kommt gleich der Bach, über den wir gehen. Ja, der Einstieg ist durch junges Gehölz verdeckt. Dementsprechend schwer zu finden. Aber wir sind hier auf der Originaltrasse gelandet. Aber von dem einstmals offenen, befahrenen Weg nichts mehr übrig. Aber wir haben unsere Originalstrecke wiedergefunden. Und da geht's in die nächste Schneise. So. Und jetzt sucht der Filvo wieder. Nämlich die Schneise, die hier eigentlich... Ja, man muss aufpassen, sonst bricht man sich die Knochen. Und jetzt sitze ich hier natürlich in den Dornen. Uff, die Ecke war ein bisschen unübersichtlich, aber... Wo ist sie? Da. Da ist unsere Schneise. So, die letzte Chance, mich zu verlaufen. Das ist die Stelle, wo wir hergekommen sind. Schaffe ich jetzt auf dem Rückweg, mich zu verirren?
Ich fürchte nein. Aber ja, fast wieder eine viskositäre Diskalkulation, weil ich wieder zu sehr mit Filmen beschäftigt bin. So, ein kleines Stück müssen wir noch navigieren und dann haben wir es geschafft. Da vorne vor dem Hochsitz ist ein Reh. Wenn ich das richtig sehe. Was ich aber sagen wollte, alles praktisch perfekt gefasst, ja fast perfekt gefunden. Hier und da mal ein paar Meter links oder rechts neben der Route, aber im Wesentlichen alles gefunden. Das heißt, die einen können sich ärgern, nicht mitgelaufen zu sein, weil ich alles gefunden habe. Und die anderen können sich freuen, nicht mitgelaufen zu sein, weil ich diesmal keine stundenlangen Experimente drin hatte.